Mein Name ist Thilo Hamann, ich bin Eurotalk-Küchenchef hier im Restaurant Gaumenkitzel in Radebeul. Ich heiße Bernd Kassler und betreibe gemeinsam mit Herrn Enrico Friedland hier in Radebeul das Weingut Kassler Friedland. Ich habe die Käserei seit 5 Jahren hier und ich liebe selber Käse und das habe ich dann zu meiner Berufung gemacht. Kochen begann sozusagen zu Hause bei Mutti, da hat man immer mal ein bisschen mitgemacht. Daraus wurde dann irgendwann mehr. Der Ursprung für meine eigene Weinproduktion war ein ganz simpler. Meine Frau und ich haben ein Haus hier in Radebeul gekauft und es war ein Weinberg dabei. Ich bin eigentlich gelernter Landwirt und habe in Südafrika Landwirtschaft gehabt und dann ist meine Käserin nach Deutschland zurück und so musste ich den Käse selber machen und so fing das vor 20 Jahren an. Die Weine aus dem Dresdner Elbland sind alle besonders. Das heißt sozusagen auch die Verbindung zwischen dem Wein und der Kulinarik gegeben ist. Das heißt, wir können hier im Restaurant viel spielen mit den verschiedenen Weinrebsorten, die wir hier aus dem Weingut haben. Also mir ist es wichtig, dass man regional einkauft, dass man einfach wirklich erstmal seine eigene Region unterstützt. Kassler Friedland hat das Motto Elbtalweine für Entdecker. Die Weine sind typische sächsische Weine, meistens trocken. Wir bauen die Weißweine im Edelstahltank aus, andererseits in Fässern, wenn es sich um Rotweine handelt. Wenn man im Elbland lebt, braucht man eigentlich gar nicht in Urlaub zu fahren. Man hat hier alles, was man braucht. Dazu ist natürlich noch zu sagen, dass Sachsen und auch das Dresdner Elbland gesegnet ist mit einer Vielzahl an kleinen regionalen Produzenten. Und auch hier durch unsere Weinberge ist ein ganz wunderbarer Ort, um sich zu erholen, die Seele baumeln zu lassen. Das Schöne ist beim Käse, man weiß immer nie, was rauskommt. Das ist vielleicht ein bisschen so ähnlich wie beim Wein. Wenn man so nach 3 bis 4 Monaten seinen Käse aufschneidet, ist es eigentlich immer wie ein Abenteuer. Kochen Sie zu Hause, kaufen Sie regionale Produkte bei Erzeugern in Ihrer Umgebung ein. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt wohl auf und dass ihr euch was Gutes tut, vielleicht mit einem genüsslichen Wein und Käse.